Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Fotosaurus. Ich habe jetzt gestern und heute mal überlegt, was ich mal machen könnte, so als bisschen kleine Abwechslung, weil ich jetzt nicht nur die ganze Zeit Subnautica, Thief Simulator und Drug Dealer Simulator in Abwechslung bringen wollte, also, ne, andauernd nur dasselbe bringen wollte. Und hab da mal geschaut, ihr kennt das ja alle, also zumindest alle, die selber Videospiele spielen am PC. Epic Games verschenkt jeden Donnerstag für eine Woche irgendein Game oder manchmal auch zwei Games oder so. Und ich habe da schon einige Spiele angesammelt. Und dann dachte ich mir, man könnte ja mal ab und zu mal einfach so zwischendurch in einen Game in eins von diesen Games random reinschauen. Der hat's immer noch nicht richtig gesagt. Ich habe da irgendwie schon um die 300 irgendwas Spiele zusammengesammelt, die ich kostenlos teilweise habe. Manche habe ich auch gekauft, aber sehr, sehr wenige. Die meisten habe ich durch das kostenlos Dingsbums, durch das Verschenken. Und heute habe ich mir gedacht, wir schauen mal in Sludge Live rein. Ich weiß nicht ganz, was es für ein Game ist. Ich wollte einfach mal reinschauen und ja, ich würde sagen, ne, wie ihr hier schon seht, wir sind hier auf einer Art Desktop und das wobbelt so mit, warum auch immer. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, mal sehen, was das ist, ob es lustig ist oder nicht. Ich hoffe es, sonst lohnt sich die Aufnahme nicht richtig. Aber egal. So, da oben ist noch eine Spraydose. Soll ich die Spraydosen sammeln? Geht es in diesem Spiel darum? Die sind nicht zum Einsammeln, die zeigen an, dass ich da was hinsprayen kann. Ghost. Also ich denke, ich gehe mal stark davon aus, unser Charakter heißt Ghost. Hi! Ich habe gerade die ganze Teleportationsstation zurückgesetzt. Du kannst sie reaktivieren, aber du musst, das musst du manuell machen, eine nach der anderen. Denn ich bin offiziell im Streik. Oh. Ich wünsche, eine der Teleportationsstationen würde an einen Ort führen, der nicht auf dieser hässlichen Insel liegt. Ich habe Schlamm so satt. Okay. Oh, was ist hier? Da ist ein Homie. Save the Homie. Wie komme ich zum Homie? Vielleicht übers Dach zu ihm jumpen, wenn wir nicht hier hochgehen. Ach, ich kann an Leitern kann ich einfach hoch. Ach. Kippen. Du gehörst doch zu diesen Vandalen, oder? Ich würde dich ja wegjagen, aber ich habe gerade Pause. Außerdem ist noch einer von euch Graffiti-Idioten auf dem Dach. Was hätte das also für einen Sinn? Das Einzige, was ich weniger mag als Vandalen, sind junge Leute. Ich bin jung. Das Einzige, was ich weniger mag als junge Leute, ist mein Job. Der einzige Job, den ich mögen würde, wäre es, eine Abneigung gegen junge Leute zu haben. Bitte verschwinde jetzt. Bitte hör auf, du kannst auch meinen Siegelfluppen schnorren, aber verschwinde. Bitte hör ab, schreib deinen Namen aufs Dach oder an den Pool oder draußen in den Schlamm oder so. Bitte hör auf, geh einfach vandalieren. Hätte ich einfach gegen die Tür laufen können, statt übers... Rollst. Kriege ich auch hin. Oh, eine Kamera. Okay, wie komme ich da hin, um zu sprayen? Oh, erstmal kann ich hier sprayen. Ghost, go, Ghost. Komme ich jetzt irgendwie anderweitig? Ja, hier. Tendenziell an dieser Stange. Ja, ich kann einfach an so einer Stange hochklettern. Sehr gut. Okay, hier war... Ah, das meint der mit einer schon auf dem Dach. Yo, Ghost. Auf der Suche nach freien Spots? Die Seite hier gehört mir, aber du kannst dich auf der anderen verewigen. Was sagst du sonst noch so? Heute geht's ab, yo. Ganz Glack ist im Streik. Keine Klops, also freie Hand für uns. Lass am besten eine Kamera mitgehen, yo. Damit du Spots gut im Blick hast. Ich glaube, direkt unten unter uns war eine Kamera. Die solltest du schnell einstecken, habe ich schon. Denn es gibt überall auf dieser potthässlichen Insel Spots. Ich habe selbst auf der anderen Seite der Insel hinter dem Glug Tower ein paar Spots gesehen. Ich werde mal ein bisschen chillen, also mach dich locker und leg los. Sag Bescheid, wenn du mehr Spots getaggt hast und wir können mit einer Combo versuchen. Bleib locker, Ghost. In diesem Spiel geht es hauptsächlich darum zu sprayen. Das war nicht mein Plan. Das war definitiv nicht mein Plan. Ich schaffe diesen Sprung einfach nicht. Okay, falls ihr gerade Krach im Hintergrund hört, Leute, ich kann über die...
Ich kann über die Katze laufen. Im Hintergrund sind gerade Sirenen. Irgendein Test wahrscheinlich oder so. Hi, erstmal sprechen. Du siehst aus, als bekämst du nicht genug Hiebe ins Gesicht. Wow. Schlägt er mich nochmal? Du siehst aus, als bekämpft. Ja, okay, mit dem sollte ich nicht reden. Die chillt einfach ihr Leben. Kleine Maus. Ja, ist eine Katze. Okay, ich wäre so viel einfacher, als er dahin gekommen, statt von da drüben zu jumpen. Aha. Ja, ich will hier sprayen. Danke. Okay. Da oben ist direkt nochmal drüber ein Spray. Möglichkeit. Mann! Okay, der chillt auch noch wer drin. Ja, ich hab's geschafft. Dann gehen wir jetzt mal zu dem Homie da rein. Hi! Ja, mir egal. Ich habe Nietzsche gelesen. Ich hasse diesen Ort, deswegen hasse ich diese Arbeit, deswegen hasse ich mich selbst. Oh. Arbeit ist eine erstickende Kruste der Monotonie, die sich um unsere verletzlichen Wesen gebildet hat. Um unser kollektiv emotionalen Zwängen und Verhaltensmuster dauerhaft besser zu zügeln. Um unsere kollektiven emotionalen Zwänge und emotionalen und Sprachen lernen. Verhaltensmuster darauf zu lesen. Ich denke, deswegen bummel ich. Außerdem befinden sich ganz klug im Streik und ich schätze, ich gebe ein gutes Beispiel ab. Eigentlich geht es in diesem Buch um das Malen von Pimmeln auf die Bilder von Präsidenten. Finde ich super. Tut mir leid, ich habe in letzter Zeit Lügen geübt. Das ist eigentlich nur ein Buch über Zauberer. Zauberer, die Hunde ausführen, um Geld zu verdienen, mit dem sie Kristalle kaufen, das sie dann mit einem Computer... Als allmählich ein Loch zwischen einem Abgrund negativer Energie und unserer empfindlichen Dimension öffnet. Was? Okay. Es heißt die Nebenzauberer. Ich bin beeindruckt, wie gut du zuhören kannst. Heutzutage ist das recht selten. Lass mich dir einen Profi-Tipp geben. Wenn du dich bei Chemico einschleichst, kannst du wahrscheinlich mit etwas Teleportablen wegkommen. Du würdest einen tollen Nebenzauberer abgeben. Danke, sehr nett von dir. Das ist jetzt ein großes Ding. Hier kann ich auch noch sprayen. Perfekt. Oh, ist mein Kippchen rauchen. Zigarette. Ach, hier ist ein Homie. Hi. Ich bin gerade sowas von high. Ich sollte auf meinen kleinen Bruder aufpassen. High auf ihn aufzupassen wäre ein echter Abturner. Du solltest dir ein paar Zoom-Pilze besorgen. Alle nennen sie nur Zooms. Die machen einen wirklich frei. Ich habe gehört, Zooms kommen aus dem Schlamm. Aber manche Leute züchten sie auch in ihren Schlafzimmern. Ich wette, Zooms lassen ein Schlafzimmer riechen. Als würden zwei Schildkröten in einem Schlafsack Zigaretten rauchen. Ich bin... Hä? Oh, was? Woher kommt das? Ich bin. Okay, bis dann. Ich werde einfach noch eine Weile hier sitzen und high sein. Okay, Homie. Ach, hier ist auch noch wer. Hi! Jemand sollte sich wirklich darum kümmern. Und damit meine ich jemand anderen, denn ich sollte streiken. Außerdem habe ich Höhenangst. Und mein Praktikant da drüben ist nur gut darin, high zu sein. Frösche sollten nicht high sein. Sie fangen nur an, alles abzulecken. Na schön, vielleicht sollten sie high sein, aber nicht so high und nicht ständig. Ganz ehrlich, ich wünschte, ich wäre auch derart high. Aber ich fange ebenfalls an, alles abzulecken. Oh. Oh, ich glaube, ich verstehe das Problem. Dir geht's nicht so gut, ne? Du hängst an deinem eigenen Zopf hier? Was machen meine Haare? Hoffe, niemand ist von meinen Schuhen getroffen worden. Oh. Ich fliege. Hier ist die Katze, die sich sauber macht. Oh. Oh.
Wenn ich jetzt hier oben bleibe und dann der Rausch aufhört, bin ich dann auch hier oben? Ich bin so high. Okay, nein, ich bin dann nicht da oben. Das wäre auch zu krass. So, hier ist die Katze, die sich sauber macht. Hier ist also eine Cola-Dose. Glider? Ein Glider? Geil. Willst du diesen Glider? Er könnte sich als nützlich erweisen. Du kannst alles mögliche, alle möglichen verrückten Spots gleiten, während die Klops streiken. Offen gestanden bist du unter den ganzen Taggern der korrekteste Ghost. Korrekt, danke. Du willst bloß sprühen, yo. Keine toxische Täglichkeit, keine Politik. Entschuldige, yo, das Leben im Schlamm ist manchmal eine echte Qual. Ja, kein Problem. Jedenfalls habe ich diesen gigantischen Mittelfinger an diesem gigantischen Mittelfinger gearbeitet, den man nur vom Himmel aussieht. Ich zeige ihn dir, wenn du fertig bist, yo. Komm wieder, sobald du dir Respekt verdient hast. Dann kannst du, können wir Combo über diese bescheuerte Glug-Werbung machen. Bleib locker, Ghost. Das kann doch hier nicht waschen. Jumpman, du bist der Freund. Das war jetzt wirklich der dümmste Fail. Okay, das war so viel einfacher. Oh, ist ein Teleporter. Der chillt hier auf der Couch. Manchmal sitze ich hier bloß und pfeife. Ja, ich höre es. Manchmal sitze ich hier bloß und zweifle an mir selbst. Oh ja, das kann ich auch verstehen. Kannst gern Platz nehmen und bei beiden mitmachen. Du weißt ja, dass überall Gegenstände und Geheimnisse und Zeugs gibt, oder? Hab keine Ahnung, wo die ganzen coolen Sachen sind. Ich wollte bloß schlau klingen. Okay, weißt du, ich hock mich einfach hier zu dir. Willst du anfangen zu pfeifen wieder? Für die Homies? Ja, komm. Ach, dann halt nicht. Ich gehe ja schon wieder. Ich hoffe, hier waren nicht noch irgendwo andere Spray-Möglichkeiten, ganz ehrlich. Aber hier haben wir voll den geilen Tower, das heißt, wir können hier irgendwo... Stimmt, und jetzt können wir uns auch hier hochporten, das heißt, wir können immer irgendwo geilo hinfliegen, Alter. Wollen wir einfach mal auf das Gebäude da drüben? Oh, und hallo? 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 Ich kann nicht mit ihr reden. Ich bin eine sprechende Katze. Aber du kannst mich nicht streicheln, ich habe Allergien. Ich war im Internet echt angesagt, bis diese blöde Doppel-Anus-Katze aufkam. Jedenfalls solltest du jetzt gehen. Ich kann schon spüren, wie meine Allergien sich melden. Das erste andere Spray, was ich mal mache. Okay, okay. Oh, 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 Jim, hi, hi, hi. Was geht, Kleiner? Ohne Schweiß? Kein Tanktop. Mein Körper ist ein Tempel. Deiner ist ein Außenklo. Danke. Nein, fass die Stange nicht an. Er ist am Struggeln. Ich bin ein echter Mann. Immun gegen Hilfe und unglaublich schwach. Geh ich rein? Hallo, Papa. Einfach ein Riesenbaby. Einfach ein fucking Riesenbaby. Hey, auf wen oder was wartest du hier? Hey, willst du eine Waschmaschine? Ich tausche sie gegen ein paar Zooms. Ich hab keine Zooms. Hab gehört, Zooms machen schlauer und erfolgreicher. Hab gehört, Zooms sind der einzige Weg, von diesem Rohrgewirr runterzukommen. Hab noch etwas gehört. Stimmen. Ja, glaub ich dir. Jedenfalls hoffe ich, Zooms können endlich was in mir verstummen lassen, was mir ein Freund stiehlt. Was mir meine Freude stiehlt. Ich kann echt nicht lesen, Alter. Yo, Home. Ich fasse es nicht. Mein Meisterwerk wurde geköpft. Ich werde einfach Bildhauer hier. Och, ein Diamant. Schlange. Peace-Zeichen, yo. Ein Doggo. Geil. Und dann köpfte der geköpfte Kopf Ziggy. Ja, vielleicht wurde er nicht geköpft, aber Ziggys Augen quollen raus, so als so viel weiß ich. Jetzt hasst die Welt mich sogar noch mehr als ich mich selbst. Gibt es einen Begriff dafür, wenn man jemanden die Augen rausquellen lässt? Weiß nicht. Psychopath? Nichts gesagt. Oh, 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 hardworking Tauben. Jo, ist das hier die Wall Street? Ihr seid Newsbreak, ihr seid ein Newssender. Jo, viel Glück, viel Glück, viel Glück. Hi.
Die Feini. Dieses kräftige Mädchen hat mir wieder eine Waschmaschine gestohlen. Ich muss sagen, dass die Waschmaschinen-Diebstähle sind schon ein starkes Stück, weil diese Dinge einfach verdammt schwer sind. Ich hoffe jedoch, sie kommt bald wieder und stiehlt noch mehr, denn das ist so ziemlich das Beste an diesem Job. Weißt du, Frauen mit Narben im Gesicht haben einfach was, wodurch ich mich sicherer fühle. Okay. Ja, also, ne? Warum auch nicht? Ah, hier ist die. Ah. Okay, da drüben ist eine Schlange dran. Hier, die greifen an. Oh, ich bin im Krankenhaus aufgewacht. Hi. Weißt du, jeder macht Fehler. Manche Fehler brechen einfach mehr Knochen als andere. Jedenfalls kann man mit einem Ganzkörper-Gips auch Spaß haben. Naja. Bis man ihn vollgekackt hat. Also bleib von diesem verdammten Schleuderern weg, wenn du weißt, was gut für dich ist. Wozu dienen die Dinger überhaupt, außer zum Brechen von Körperteilen? Wenn ich es mir recht überlege, ich wette, Life Loop hat die Dinger installiert, damit wir zu tun haben. Bro, geht's nicht gut? Du bist Geschäftsinhaber. Hast du diesen Haufen unten auf der Toilette gesehen? Ich denke, ich werde dieses Meeresungeheuer aus Respekt einfach dort lassen. Keine Ahnung, wie jemand einen so gewaltigen Menge kacken kann, in sich behalten kann, ja. Ich meine, wo verstauen sie die überhaupt, bevor sie kacken? Haben sie die in ihren Oberschenkeln oder Schienbeinen gebunkert oder so? Wo wir gerade von gebunkertem Zeug reden, meine nichtsnutzigen Neffen bauen vielleicht Zooms oben in ihrer Wohnung an. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber du siehst aus, als wäre das eine oder andere Hai sozusagen Teil deines 5-Jahres-Plans. Hier hast du das jedenfalls nicht gehört, doch wenn du planen willst, weißt du, wo du dich umschauen musst. Irgendwie eklig, ja? Meine Augen gehören dir. Gehören deine auch mir? Wir werden sehen. Komme wieder, wenn du ein King bist und hol dir meine Krone. Okay. Hey, yo. Ah, der raucht erstmal entspannt einer. Kann ich hier irgendwas machen? So geheime Tür mäßig so? Scheinbar nicht. Ah! Wusste ich doch, geheime Tür. Ich wusste es. Ist hier noch was? Nee, erstmal kurz ein Kippchen. Dann geht's weiter nach oben. Okay, Hundefällen. Oh, voll der Tagger. Oh, hier liegt sogar einer. Hi! Okay, scheinbar darf ich hier noch nicht rein. Vielleicht brauche ich dafür einen Homie oder so, keine Ahnung. Sir, Sie wissen, dass Sie da unten einen wütenden Mob haben? Ich kann auf sein Essen spucken! Ich kann auf sein Essen spucken! Geil! Friss das! Irgendwie hat auch was von Chemico gelabert. Hier konnte ich, glaube ich, Pilze, also die Zooms kriegen oder so. Ich kann immer noch nicht sagen, was genau passiert ist. Anscheinend hat sich eine streunende Katze in unserem Sicherheitsbereich geschlichen und sich auf unsere Teleporter-Prototypen gesetzt. Ach stimmt! Am Anus der Katze traten darauf einige sehr interessante Nebeneffekte auf. Dieses Doppel-Anus-Phänomen würde ich gern durch Menschenversuche bestätigen. Ich bin bereit! Kann ich hier in den Vent rein, um dadurch jetzt in den Teleportationsraum zu klettern? Erstmal eine Bananenschnecke snacken. Ja! Teleporter! Halte Q, tragbarer Teleporter-Prototyp nicht zu verkaufen. Sehr gut! Ich kann hiermit einen Point setzen und hiermit mich zurück. Okay. Got it. Hi. Wait. Das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Wir müssen zum Glug Tower. Mit dem Teleporter können wir was machen. I guess. Hier bei Chemico war doch auch ein Teleporter, right? Das heißt, es ist doch kein Endgame. Ich brauche nur einen freaking Teleporter dafür. Sehr gut. Was ist das für ein Drip hier? Hau ich damit jetzt schon ab oder was? Die Steuerung ist invertiert. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Ich glaube tendenziell, dass das noch nicht das ist, was ich machen sollte.
Wenn das jetzt eigentlich doch das Endgame-Ding ist zum Abhauen und ich hätte erstmal alles abchecken sollen. Ja. Aber, ja, ne? Hi! Mit dem habe ich nie gesprochen. Das Einzige, was nicht invertiert ist, ist rechts und links. Das ist verwirrend. Ich komme mit dieser Steuerung nicht klar. Mitgesprochen. Tendenziell gerade wirklich Endgame-Ding? Tendenziell. Dafür ein Jammer. Habe ich auch nie mitgesprochen. Oh, 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 jetzt ist die. Ist, oh, oh. Okay, ich glaube, das wirklich jetzt. Okay, ja, ich habe das Game früher beendet, als es eigentlich zu Ende war, glaube ich. Ja, ja, wir haben es beendet. Okay, Leute. Das war's erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke mal, ich werde das jetzt öfter mal machen. Einfach so random irgendeins von den Gratis-Games, die ich bei Epic Games habe, mal so zwischendurch reinschmeißen. Einfach um ein bisschen Abwechslung mal reinzuhauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich fand das Game ganz funny. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Falls ich mich jetzt wiederholt habe, tut es mir leid. Und dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.